Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Women Hit Harder und ich habe heute Anna und Lisa Hanna bei mir, beziehungsweise Lisa und Anna. Bekannt als die Hanna Twins und damit es unseren Zuschauern ein bisschen leichter fällt, euch zu unterscheiden, vielleicht wissen sie es auch schon, aber ich schreibe jetzt einfach mal euren Namen auf und ihr klebt es einfach mal oder drauf. Du klebst richtig. Yeah. Klappt doch. Yeah. Zack. Habt ihr sowas schon öfter gehabt, dass so ein bisschen Spaß drüber gemacht wurde? Wer ist jetzt eigentlich wer? Nee, eigentlich gibt es schon ziemlich prägnante Eckpunkte bei euch, oder? Ja, also manchmal kommt so, Lisa, also Brille Lisa, also dass man sozusagen erst mit dem Merkmal angesprochen wird und dann mit dem Namen oder Ohrringe, Anna. Das heißt, du bist immer also auch bekannt für deine Ohrringe ja, und du ja, für die ja. Brille. Ja, aber oft wird auch gefragt, so, Anna, ziehst du keine Brille an, damit man euch besser unterscheiden kann? Und ich so, nee, ich habe schlechte Augen und Anna zieht noch. Sehr noch gut. Aber im Wettkampf trägst du die Ohrringe nicht, oder? Und du im Wettkampf die Brille auch nicht. Anna trägt immer Ohrringe. Ja, aber die werden Stecker. Kleiner dann. Ja. Also, weil das ist dann schon, also, das ist 42 Kilometer lang. Das nervt das schon, ja. Da hättest du wahrscheinlich dann so ein Ohrläppchen. Wahrscheinlich, ja. Ja, ich habe entweder Kontaktlinsen drin oder eine Sonnenbrille mit Brillenstärke. Okay, also eigentlich ist es total gemein, dass ihr diese Klebedinger auf der Brust habt. Ja, irgendwie schon. Aber wenn ihr wollt, können wir die auch abnehmen. Wir können es ja hier so. Genau, ihr klemmt die einfach so dahin, dass man auch auf gar keinen Fall. Ja, da kannst du auch gerne ranlassen. Aber mal, um kurz zu den Fakten zu kommen, ihr seid am 20. November 89 geboren in Hessen, in Hünfeld, um genau zu sein. Ja. Du bist der ältere Zwilling, das habe ich vorhin schon vernommen. Du bist der jüngere, 16 Minuten, richtig? Genau. Aber ja, wie kommt man denn dazu? Zwilling zu sein. Was seid ihr vom Sternzeichen? Nein, Gott. Seid ihr auch noch? Nein, ihr seid natürlich nicht. Ihr seid Skorpion. Ja. Skorpion? Ein Skorpion. Nein, aber Leichtathletik ist eure Disziplin. Ihr seid bekannt für Langstreckenläufe. Ihr seid die Marathon-Twins. Ihr seid schon sehr bekannt, oder, in der Szene? Ja, schon. Immer der Blick zueinander. Ja, ich glaube, das liegt auch daran, dass wir halt immer auffallen. Also selbst wenn wir in Afrika im Trainingslager sind, in Kenia oder Äthiopien, ist halt, ja, the German Twins. Und dann ihr seid doch einfach richtig schöne Twins. Also das kommt ja auch noch dazu, nicht nur, dass ihr Zwillinge seid, sondern weil ihr auch einfach richtig hübsch seid. Dankeschön. Ja, kann man ja ruhig mal sagen. Sich mal hier gegenseitig Komplimente machen und so. Ihr seid, was man jetzt nicht sieht, 1,65 Meter und ihr wiegt beide roundabout 48 Kilo. Ich würde sagen, ich bin 1,67, Anna 1,65. Ich bin größer und ja, 50, ja. Das heißt, du hast mehr Luftwiderstand. Ich habe längere Beine. Ja, genau, größere Schritte. Also eigentlich, ich muss viel mehr Schritte machen, um ans Ziel zu kommen. Ich sehe das manchmal auch in der App. Ne? Ich bin ja auch so ein Tracker und gucke immer, oh, habe ich heute noch schon genug Kilometer geschafft? Das wird ja bei euch gar kein Problem sein. Na, das schafft ihr immer. Aber auch so Stufen und Schritte und wie gesagt Kilometer. Und mein Partner, der hat immer mehr Schritte als ich, obwohl wir in dieselbe Distanz laufen. Ich finde das total gemein. Ist der größer, oder? Ja, wahrscheinlich wird Map, Google, ach Quatsch, iPhone oder so, das so tracken, das Größe, Gewicht berechnet wird, ne? Ah, das kann sein. Boah. Ja, finde ich immer ein bisschen ungerecht. Er sagt immer, das liegt dir bestimmt an deiner, es liegt dir bestimmt an deiner Kordel. Vielleicht fliegst du zwischendurch. Ja, vielleicht so richtig. Ja, wir waren heute mal danach. Wie oft werdet ihr eigentlich verwechselt? Werdet ihr immer verwechselt oder passiert das gar nicht mehr? Sehr unterschiedlich. Also wir erleben beides, dass Leute sagen so, oh krass, ihr seht euch so ähnlich, wie soll ich euch je auseinanderhalten? Und dann, wenn sie uns besser kennen vom Charakter, sind wir dann doch unterschiedlich. Und manchmal auch sagen Leute so, ihr seht euch ja überhaupt nicht ähnlich, so wo wir denken, okay, so dass wir Geschwister sind, das sieht man glaube ich schon. Wir haben unsere Oma, die im Haus wohnt, die echt fit im Kopf ist, die hat heute noch Probleme. Die sagt dann, und geht's am Chiemsee? Ich so, Oma, ich bin doch die Lisa. Ach so, ja, nach Berlin. Ach so, ja. Ich habe mal den bescheuertsten Spruch, aber auch lustigsten zugleich gehört von einem männlichen Zwilling. Und dann fragte ich ihn, seid ihr eigentlich ein Eich oder zwei Eich? Und sagt er, nee, wir haben beide zwei Eier. Ja, oh Gott, das können wir nicht sagen. Wir haben beide ein Eier. Kein Ei ein. Ja. Aber wir wissen es gar nicht, ob wir ein oder zwei Eier sind. Ja, das war, früher hat man gedacht, wenn man zwei Fruchtblasen hat, muss man zweieiig sein. Und mittlerweile weiß man, da ist die Chance höher, dass man zweieiig ist. Aber es kann auch sein, dass zum sehr frühen Zeitpunkt sich die Eizelle geteilt hat und sich zwei Fruchtblasen gebildet haben. Ah. Also aus einer Eizelle zwei Hälften mit zwei Fruchtblasen. Und von daher, wir wissen es gar nicht. Ja,
ist uns auch irgendwie. Eigentlich spielt es auch gar keine Rolle. Ja. Auf jeden Fall seid ihr als Twins super, super erfolgreich mit dem, was ihr tut, mit eurem Fitnessmodell, mit eurem Ernährungsmodell, mit eurem, wie ihr mit Adidas sozusagen verwoben seid. Dein Ex-Mann, habe ich das richtig vernommen? Der hat so ein bisschen auch dafür gesorgt, dass ihr sozusagen als Hannah Twins so richtig Publicity kriegt? Ja, es hat sich eigentlich eher so entwickelt. Also wir waren ja schon immer die Zwillinge, also auch in der Schule und bevor wir überhaupt gelaufen sind. Und ja, so sind wir halt einfach gelaufen und dann waren wir halt automatisch irgendwie die laufenden Zwillinge. Und ich glaube, wir haben dann nach dem Studium haben wir dann gemerkt, okay, dass uns das Laufen mega Spaß macht und aber auch gleichzeitig andere Leute zu bewegen und halt irgendwie ja, das, die Freude am Laufen zu transportieren. Und dann haben wir uns halt entschieden dann, dass wir halt mehr in die Richtung machen wollen, also nicht nur selbst laufen, sondern gleichzeitig auch andere Menschen zu erreichen und ja, alles rund ums Laufen sozusagen. Das ist auch irgendwie, wenn man euch so kennenlernt, man spürt es ja auch, das ist so ein positiver, cooler Vibe. Man fühlt sich so direkt, oh, ich möchte jetzt eigentlich auch mal laufen gehen. Voll gut. Aber es gibt natürlich auch in der Presse, und das kennen wir ja alle, wir Medienmenschen, dass man da auch manchmal zerrissen wird. Ne? Von wegen, dass ihr immer gute Laune habt und dass das ja unerträglich sei. Und ich habe ein paar Artikel natürlich gelesen. Ich denke mir so, oh mein Gott, wie kann man sich da eigentlich nur darüber aufregen? Oder auch, dass ihr in Rio, wollte ich eigentlich jetzt ein bisschen später zukommen, aber ich mache es einfach jetzt, dass ihr in Rio gemeinsam durchs Ziel gelaufen seid. Und da habt ihr ja einen richtigen Shitstorm. Ich wollte es eigentlich nicht sagen. Doch, also richtig, richtig heftigen. Das war auch ziemlich krass, weil also die Rio-Geschichte, also wir haben halt 4 Jahre lang war Rio so unser ganz großes Ziel, wo wir halt unser ganzes Leben drauf ausgerichtet haben. Also wir haben überlegt, wo ziehen wir hin, wo können wir am besten trainieren. Und ja, dann haben wir es echt geschafft, zu zweit, also 3 Plätze für Deutschland einzunehmen und in Rio zu laufen. Und ich hatte einen richtig schlechten Tag erwischt, so an dem, also ich habe einfach eine schlechte sportliche Leistung gebracht. Mein Körper konnte irgendwie an dem Tag nicht mehr und Anna hatte einen Sehnenanriss und wir sind in dem Rennen überhaupt nicht zusammengelaufen, sondern du bist schneller gelaufen und schneller los. Schneller los, dann bin ich vorbei und ich bin nie wirklich weggekommen. Und Anna ist irgendwie nach 41,5 Kilometer auf mich aufgelaufen so und dann haben wir so gedacht, krass, jetzt erleben wir den Zieleinlauf gemeinsam. Also wir haben noch nicht mal irgendwas abgesprochen, haben uns bei die Hand genommen und waren einfach so happy, endlich im Ziel zu sein. Und ich glaube, wir haben das eher so als Zwillingsmoment gesehen, so dass es jetzt unser Moment ist, quasi das Ziel, für das wir so lange gearbeitet und trainiert haben. Und halt, ja, wir waren 80. und 81. sind wir jetzt nachträglich. Also genau, weil eine disqualifiziert wurde wegen Doping, ne? Genau, genau. Sogar die Siegerin. Ja, das ist manchmal so. Irgendeine Siegerin, ja. Also da, wo wir gedacht haben, okay, also das ist, dass der Fokus ja jetzt nicht auf uns ist, sondern das war halt dann unser persönlicher Moment sozusagen. Und ja, was dann hinterher abging, das war dann echt krass. Unter der Gürtellinie. Ja. Und es hat uns auch... Also es war wirklich unter der Gürtellinie, ja, ne? Also es war, haben auch gar nicht mehr hingeschaut so. Also was bei Facebook, Instagram war damals noch nicht so groß abging. Also es war echt richtig eine Beleidigung. Und es hat auch... Ich habe ganz, ganz lange gar nicht mehr an Rio denken können irgendwie. Es war halt so krass. Es war, man hat das größte Sportliche irgendwie erreicht. Und Leute sprechen einen drauf an und wir haben auch viel Positives, aber natürlich tun die negativen Sachen halt überwiegen. Mehr verletzen. Und ich habe immer gedacht, oh, lass mich doch einfach mit Rio in Ruhe. So, ich konnte keine Freude mehr empfinden, obwohl das eigentlich, ja, jetzt denke ich so, ey, das war das Coolste bisher überhaupt, Mann, die Olympischen Spiele. Und dann erreichst du das und denkst halt nur so, oh, was für ein rabenschwarzer Tag. Also ich habe es gesehen, DOSB oder Deutschland hat sich ja darüber pikiert, wie ihr das Deutschland sozusagen antun könnt, ihr repräsentiert ja Deutschland als Athleten. Und wie könnt ihr das nur eure Zeit sozusagen opfern für diesen Zwillingsmoment, ja, dass ihr sozusagen euer Familienglück über das Deutschlandglück stellt? Ich dachte so, hä? Lese ich gerade weiter? Ja. Müssen wir nochmal raufgucken? Ja, also was uns das gelernt hat, glaube ich, dass man ja die Medien irgendwie so, die sind so und man darf das irgendwie nicht zu persönlich nehmen, weder wenn sie einen hochschreiben und auch nicht, wenn sie einen wieder niederschreiben. Und das vielleicht auch jetzt im Nachhinein oder so konnte ich es verarbeiten, zu sagen, okay, viele Menschen haben halt einfach nur das Foto gesehen. Ja. Und vielleicht noch ein Zielinterview, wo wir uns gefreut haben und die denken so, ey, die haben doch viel bessere Bestzeiten, laufen da zusammen hin, was haben die da gemacht?
Aber die haben halt, die Leute, die in Rio waren, die haben halt gesehen, ey, das war mit Abstand das härteste Rennen, was ich je in meinem Leben hatte. Ich wäre, oder wir wären beide auf jeden Fall ausgestiegen, wenn das nicht der olympische Marathon wäre. Aber ein olympischer Marathon, da gibt es keine Option auszusteigen. Also, wenn man es irgendwie schafft, krabbelt man. Ja, richtig. Und ja, und das haben halt die Leute den Kampf nicht gesehen. Und es macht aber auch keinen Sinn, das dann jedem irgendwie wieder erklären zu wollen, weil die Meinung ist irgendwie... Ja, ich meine, letztlich ist es ja auch gut, dass ihr euch wirklich hattet. Ne? Ihr habt den Moment zusammen erlebt, ihr habt die ganze Publicity erlebt, die guten, die schlechten Momente. Ich glaube, wenn du dann als Einzelsportler so zerrissen wirst, das ist auch nochmal eine andere Kiste. Ja, und also was man dann vielleicht noch dazu sagen muss, dass das war krass, dass halt Sportler selbst von den unterschiedlichsten Sportarten und auch Nationen, also Österreicher, Schweizer, Briten und so, die dann halt, die dann gesehen haben, weil das hat, ging ja dann nicht nur deutschlandweit, sondern das wurde ja dann richtig international. Wir waren ja eine halbe Seite in der New York Times, wir waren in Australien in der Zeitung, Spanien, also überall haben uns auf einmal Leute dann Artikel zugeschickt, so Bekannte, die wir halt in anderen Ländern haben. Und aber wie andere Athleten und Sportler auf uns zugekommen sind und halt quasi einfach nur gezeigt haben, so hey, also wir fühlen mit euch und so, nehmt es, also blendet es aus und so, wir wissen, wie ihr seid und wir wissen, wie ihr gelaufen seid. Und das war irgendwie halt, das hat uns voll Kraft gegeben, glaube ich, einfach zu sehen, so, dass die Sportler quasi ja, uns beistehen. Ja, naja, klar, weil alle dasselbe fühlen. Ich meine, die Funktionäre sind ja nur wenige, von denen haben es ja selber mal durchlebt als aktiver Athlet. Viele von denen sind ja nur irgendwie, sagen wir mal, reingerutscht, sind dann Sprecher geworden oder was auch immer, weil sie eben die Expertise als Medienmensch hatten, nicht weil sie Sportler waren. Und ich kenne zumindest keinen Sportler, der sich an eine Startlinie stellt und nicht das Beste gibt. Ja, also, also klar, also die Leistung, das kann eine schlechte Leistung sein, aber es ist trotzdem halt an dem Tag das Beste, was man aus seinem Körper rausholen kann. Und es ist, man ist keine Maschine. Und ich glaube, man merkt immer mehr, dass halt auch die Psyche halt genauso entscheidend ist wie die Füße. Also selbst wenn man topfit ist, aber dann halt das einfach an dem Tag nicht auf die Straße bringt, warum auch immer, ob es jetzt der Druck ist oder sonst was. Ja, und das kennt man nur, wenn man halt selbst Sportler ist. Klar, ich meine, wie viele Wettkämpfe hat man irgendwie gemacht und gedacht, nee, es lag jetzt nicht an meinem Können, es lag nicht an meinem Trainingszustand, es war einfach hier oben an dem Tag einfach nicht gelaufen, einfach nicht nervenstark genug gewesen. Vielleicht auch gerade am Anfang im Laufen ist es ja falsch geatmet, irgendwie einfach hat dein Laufatemzyklus nicht funktioniert und auf einmal merkst du, oh und oh nee, heute verkrampft man. Genau, man verkrampft. Und wenn du erstmal diese intramuskuläre Spannung so falsch drin hast, dann kommst du auch nicht mehr raus. Nee. Nicht, wenn's, man kann ja nicht mal kurz mal irgendwie 3 Schritte oder 3 Meter gehen und langsam laufen und denken, oh ja, ich entspanne mich. tief einatmen, ausatmen. Ja, ist ja oft in Wettkämpfen so, oder wo man lernt, sich von frei zu machen. Gerade Marathon, was die anderen Mitläuferinnen, Konkurrentinnen, was sie machen, weil es kann halt so viel hinten raus noch passieren und es gibt Leute, die einfach schnell anlaufen und dann läufst du und denkst auch schon, wow, ist echt schnell für mich und dann denkst du, was macht die noch, also neben mir oder warum ist da vorne jetzt noch jemand und das muss man auch, glaube ich, mit den Jahren lernen, dass man einfach sagt so, hey, hinten raus, ich mach mein Ding. Wer ist es, hinten raus wird der... Hinten ist die Ente fett, sagen hinten ist die Ente fett, genau, das ist so ein schönes Sprichwort, genau, aber ist so. Das Marathon, jeder, der mal Sportfest hatte oder, weiß ich nicht, auf der Sportschule irgendeine, weiß ich nicht, Sache, wo die alle los und du denkst so, scheiße, wie sollst du die einholen? Und dann aber mit deinem entspannten, moderaten Tempo läufst du dann an den, genau, locker bleiben, aber bleib mal bei Olympia locker. Auf jeden Fall habt ihr ein mega schönes Zielfoto, ihr beide in Rio mit den Trikots und so. Ich meine, das hat auch nicht jeder, ne? Das stimmt und also jetzt auch, mittlerweile ist es halt, also wahrscheinlich werden wir halt jetzt auch die Distanz dazu haben, dass wir das Bild sehen und einfach nur denken, wow, also wie krass ist das denn, dass wir als Zwillinge eben da gemeinsam starten konnten und also, ja, was, wofür wir halt so lang unser Traum war und dass der halt wirklich Wirklichkeit geworden ist. Ja, das ist ein Bild, das wird in die Ewigkeit, in die Annalen mit eingehen, glaube ich. In die Annalisa-Annalen, genau. aber ich hatte auch gelesen, und ich weiß nicht, ob die Information jetzt vollends richtig ist, aber du bist aufgrund dieses Olympia-Boykotts, würde ich es nochmal nennen, aus der Sportfördergruppe ausgestiegen? Oder wurdest du ausgestiegen? Ja, das war schon vorher. Das war, weil, 2014 bei der EM ist mir ein
wurde mir nahegelegt. Ich wollte die EM nur laufen, wenn ich halt die Zusage habe, dass ich in der Sportfördergruppe bleibe. Und das war nicht so. Und dann, Glaube, der Grund war, damals haben wir einen Trainer gewechselt und einen Trainer aus dem Ausland genommen, weil wir der Meinung waren, der bringt uns weiter. Mhm. Genau. Und das wurde damals vom Verband nicht so gern gesehen. Dass sie sozusagen einen externen vor einem Nationaltrainer vorgezogen hat. Ja, ja. Okay. Ja, und also so war ich ein Jahr nur in der Sportfördergruppe der Bundeswehr. Ja, aber letztendlich denken wir eh, alles ist für irgendwas gut und alles bringt einen Schritt weiter. Und manchmal wird man halt dann so gezwungen, noch einen Schritt mehr selbstständig zu machen oder selbst zu planen, eigene Projekte zu machen. Aber nur in so Situationen wächst man ja dann. Also weil das ist ja auch, dass man lernt mehr von den Wettkämpfen, die nicht so gut laufen, wie wenn alles läuft. Also weil da hinterfragt man ja dann nichts. Also man hinterfragt sie dann erst, wenn es halt nicht so läuft und macht sich halt wieder neue Gedanken oder überlegt sich, wo will ich hin oder was kann ich noch optimieren. Ja, und ich glaube, die positive Grundeinstellung, die hilft uns. Absolut, ein positives Mindset. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, das ist das A und O. Wenn du das nicht hast, dann ist eh alles irgendwie Kacke. Habt ihr eigentlich, so wie in dem Film, was war das, das doppelte Lottchen oder mein Zwilling? Ich bin mir nicht ganz sicher. Habt ihr das aber jedenfalls, dass ihr Zwillinge seid, schon mal zu euren Gunsten ausgenutzt und jemanden somit verscheißert oder so genauso angezogen und jemanden auf die Schippe genommen? Ja, also wir haben in der Schule, haben es immer unsere Schulkameraden gesagt, da waren wir nie gleich angezogen. Also haben sie immer gesagt, komm, tausch mal die Plätze so und dann haben wir es gemacht. Und die Lehrer haben es halt einfach nicht gecheckt, weil sie uns einfach nicht auseinanderhalten konnten. Also denen war es doch egal, ob, also wer wo sitzt, die haben dann wieder geraten. Ja, weil der Spaß da ein bisschen Ich habe nämlich gesehen, das kann durchaus zum Vorteil genutzt werden, denn eine von euch, und zwar Anna, ist eher so für den Bereich Sprachen und Theologie, ne? Und die andere ist wiederum für Mathematik und Französisch. Also da würde ich mir so denken, wenn ich einen Zwilling hätte, kannst du für mich die Mathe-Klausur schreiben? Wir können ja auch so sagen, wir haben es im Studium durchaus schon genutzt, dass wir wo, also ja, schon genutzt. Das sagen wir natürlich niemandem. Ist das verjährt? Ja. Das, was man sagen kann, das gab zum Beispiel eine Vorlesung, die... Das, was man sagen kann. Die Freitag abends gab es eine und Freitagmittags. Und wir sind halt immer, klar, hier Sport und alles muss gut getimt sein. Und Freitagabends hat uns halt einfach gar nicht einen Plan reingefasst. Und die war halt zeitgleich mit einer anderen Vorlesung. Also einmal war es, glaube ich, Soziologie und zugegangen und einmal als Französisch, weil wir beide Französisch. Und Bachelor ist ja Anwesenheitspflicht, man darf nur zweimal fehlen jeweils. Ja. Also ist Anna immer in Soziologie gegangen, ich immer in Altfranzösisch. Ab und an hat man halt auch zweimal unterschrieben für die Schwester. Und, aber wir haben beide die Klausuren in beiden Fächern geschrieben. Obwohl wir also jeweils in dem einen nie anwesend waren. Und es waren nur unsere besten Klausuren, weil man halt echt drin saß und dachte so, jetzt muss ich aufpassen, weil zu Hause wartet dann die Schwester oder er wartet am Abend. Und er wartet Info und wie es so war und überhaupt. Ja. Das ist oder irgendwie so Unterlagen abholen, das machen wir schon dann. Also wenn halt nur eine vor Ort ist und man irgendwas persönlich abholen muss, dass man es dann halt persönlich auch für die Schwester... Also mal Hand aufs Herz, jeder, der mir jetzt erzählt, wenn er einen Zwilling hätte, würde das nicht tun, der lügt. Ja. Ich glaube es auch. Also, das muss ja Vorteil da haben. Ja, naja, also, richtig. Für was hat man Zwilling, ne? Ja, das ist jetzt... Lass uns doch bei der Frage mal gleich, wofür hat man eigentlich einen Zwilling? Habt ihr euch auch schon mal richtig doll gestritten? Und wenn ja, worüber? Also früher als Kinder waren wir eher physisch so, da haben wir uns echt geschlagen. Nein, gekloppt würde ich sagen. Gekloppt, ja. Also halt gehauen. Gerangelt. Gerangelt. Aber dann, wenn irgendwie jemand kam, so, was ist denn los? So, nee, alles gut. Ja, genau. Und also dann hat man immer zusammengehalten, sobald ein Externer kam. Und jetzt, es gibt schon... Selten, aber ab und an irgendwas, wo man dann echt aneinander, aber wir sprechen es halt sofort an und dann knallt es irgendwie, dann kann es schon sein, dass wir uns anschreien, aber dann 5 Minuten später so, okay, komm, wir gehen Kaffee trinken, oh ja, hast du schon, oh, die letzte Woche habe ich so einen kleinen Kuchen gesetzt, und abzudecken so,
Hä? Haben die nicht gemeint, dass es auch aber ist doch auch. Wenn es geklärt ist, dann ist es geklärt. Oder? Nee, oder auch selbst wenn es nicht geklärt ist, wenn wir merken und wir spüren ja dann selbst so, wenn man sich dann mal kurz quasi rausnimmt, so, okay, jetzt waren wir beide sehr emotional und haben uns halt einfach hochgeschaukelt. Ja, es ist meistens ja nie der Grund, warum wir streiten, weshalb wir streiten. Also, das ist nur, wenn eine ein bisschen genervt ist von irgendeiner anderen Sache, die andere ist ein bisschen genervt von irgendeiner anderen Sache und dann kommt halt irgendwas und man denkt so, ja, jetzt kann ich meine. Aber ich glaube wirklich, ich bin der felsenfesten Meinung, dass das total wichtig ist zu streiten. Und das ist auch gut so und es schweißt zusammen und man lernt sich besser kennen. Es ist nur die Frage oder die Art und Weise, wie man streitet und wie man dann wieder zusammenkommt. Wenn man sagt, okay, man lässt das kurz knallen und danach ist wieder gut, dann halte ich das für total cool. Wenn man das aber ewig mit sich rumträgt und nie drüber redet und so reinfrisst, dann ist das ziemlich kontraproduktiv, glaube ich. Ja, wir merken auch, dass dann halt, wenn dann, also dass es bei uns nie gibt, sowas wie, ja, also vor 2 Monaten oder so, also dass man dann halt irgendwie was aus der Vergangenheit rausholt, weil, also wir sprechen das dann halt sofort an und das hilft dann halt, dass ich halt sowas nicht lange aufbauschen kann, sondern sich immer sofort entlädt. Ja, und auch wenn was geklärt ist, dann ist geklärt und wenn es einem noch stört, muss man es sagen, aber man darf es nicht später noch so. Ja, aber eigentlich und ich glaube, Respekt, also aber es ist ja im ganzen Leben so irgendwie immer respektvoll streiten. So. Ja, absolut und nicht unter der Gürtellinie. Ja. Und wenn, dann sofort entschuldigen. Ja, genau. Du Blöder! Das hat ja genau, das habe ich jetzt nicht so gemeint. Würdet ihr eigentlich, wenn ihr könntet, mal für einen Tag euren Körper tauschen oder sagt ihr, gibt gar keinen Grund? Also untereinander oder mit jemand anderem? Nee, ihr beide untereinander. Ach so. Nee, es wäre ja eher spannender. Voll verrückte Frage. Ja. Es wäre übelst spannend. Also krass, die habe ich mir noch nie gestellt. Ach so, ich finde, weil wir so gleich sind. Ja, aber das macht es doch gerade aus. Wir sehen so gleich aus, aber irgendwie. Man weiß ja nicht, was da drunter so. Ja. Ah, vielleicht fühlt man sich dann doch voll anders. Aber ich dachte, ich finde es irgendwie spannender, irgendwie völlig anders auszusehen. Ein Mann zu sein. Ja, weiß ich nicht, aber spannender zu tauschen. Könntet ihr euch vorstellen? Da Connection? Ah, ich. Könntet ihr euch vorstellen, wenn einer von euch, das wärt ihr euer Typ? Nee, oder? Wenn ihr einer ein Mann wäre da von euch? Nee. Ah, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Oh, nee. Also das ist auch, ich kann über viele Sachen lachen und viele dumme Sprüche auch noch lustig finden, aber wenn es in so Bereiche Zwillings irgendwas geht, dann hört bei mir der Humor. Also es ist so, wenn ich meine Brüder sehe, denke ich mir so, sind aber hübsche Jungs auf jeden Fall. Aber nee, das ist so eine ganz komische Grenze. Ja, ich glaube, dass man also irgendwie immer eine andere Brille auf hat. Also das ist halt, das sieht man halt einfach anders. Ja. Aber ihr tretet grundsätzlich immer nur im Doppelpack auf, richtig? Sehr häufig, ja. 90% der Fälle? Laufen auf jeden Fall, das ist halt so unser gemeinsames Ding und trotzdem sind wir ja jetzt seit 2 Jahren oder so, dass wir 3 Jahren, ich vergesse es immer, dass wir an unterschiedlichen Orten wohnen. Genau, du bist am Chiemsee, du bist in Berlin. Genau, was ja wirklich so deutschlandmäßig verteilt ist. Aber Termine machen wir immer zusammen und es ist halt dann auch immer eine gute Möglichkeit, sich zu sehen. Und wir telefonieren halt auch recht häufig. Da werden wir auch immer gefragt, ob wir oft in Kontakt sind und ich einfach so halt. Nee, so oft telefonieren. Nur 5 Mal am Tag. Und dann schaue ich in mein Handy rein und denke so, wow, Lisa, Eigenwahrnehmung. Also echt krass. Ja. Ich habe auch noch mal vorhin so eine kleine Gegenüberstellung gemacht. Das ist ja ganz gut durch eure Webseite. Habt ihr das ja schön aufgeklustert. Und zwar Anna hat einen Studienabschluss, Bachelor of Education an der Uni Mainz, 2013. Und zwar, wie ich schon sagte, katholische Theologie und Französisch. Genau. Hier in Berlin werde ich oft gefragt, wie das kann man studieren? Also Katholische Ja, kann man, um die Frage zu beantworten. Und du hast auch einen Studienabschluss Bachelor of Education an der Uni Mainz, auch 2013. Ein Ding. In Mathematik und Französisch. Warum habt ihr diese Fächer gewählt für euch? Französisch, wir hatten Französisch-Leistungskurs beide in der Schule und haben dann gemerkt, okay, also Englisch spricht man in den ganzen Trainingslagern, das ist halt irgendwie immer die Sprache, weil da sich jeder drauf connected und wir hatten dann Angst, dass wir die Sprache irgendwie verlernen, wenn wir das nicht weiterführen. Und weil ja die Sprache wir an sich so toll finden und auch die französische Literatur so in der Oberstufe sehr interessant fanden. Und Mathe hatten wir auch beide, also als Leistungskurs, Anna ist durchaus auch. Aber ich lasse Lisa immer die Zwischenzeiten ausrechnen. Ja, das hat mir schon immer, also seit ich klein war, irgendwie ich immer, Papa, stell mir Rechenaufgaben, stell mir Rechenaufgaben.
Ja, das war irgendwie immer klar, dass ich das machen will. Krass, ich kenne es, wenn ich manchmal trainiere oder vor dem Wettkampf, wollte mein Trainer, dass ich mich so sehr fokussiere, dass er mir, während wir Sachen gemacht haben oder pratzen oder so, hat er mir Rechenaufgaben gestellt, die ich dann, während ich sozusagen die Sachen gemacht habe oder Sparring beantworten sollte. Um und sozusagen hast du das hinbekommen, oder? Ja, ich würde sagen, 99% der Fälle schon. Manchmal war vielleicht so ein bisschen, ja, wenn dann eine Wurzel aus irgendwas kam oder so. das merke ich, dass es mich, also wenn wir dann irgendwie Intervalltraining haben und dann halt Rundenzeiten ausrechnen müssen, dass mich das dann in der Belastung überfordert, mich das. Dann sage ich immer so. Und du sagst schon beim Rennen noch im Vorbeirennen so. So, okay, die nächsten Runden müssen so und so laufen. Dann ist aber okay. Und wenn ich allein bin, denke ich mir immer, oh je, jetzt muss ich rechnen. Anders aber eine, die bei so Schlappi-Training, also Athletiktraining, die zählt jede Übung automatisch mit, weißt du, die Anzahl der Wiederholungen. Oh. Und wenn wir abmachen, man zählt immer abwechselnd. Ich fange mal an zu zählen und dann schweifen meine Gedanken so ab und ich so, Anna, wo sind wir? Und sie zählt automatisch. Kennt ihr das, dass man sich auch manchmal verzählt? Also mal mehr, mal weniger? Ich meine, schon in manchen Übungen denke ich so, mal, ich hatte ja auch jetzt schon mehr als 20, ich bin gerade irgendwie bei 8. Ja, genau, weil mache ich nochmal. Genau, und außerdem ist es ja auch immer gut, wenn man noch eine Wiederholung mehr macht. Ja. Ich glaube, ich habe mir angewöhnt, nur die Wiederholungen zu zählen, die richtig, richtig sauber waren. Deswegen verzähle ich mich oft, dass ich die vermeintlich falschen, naja, lass mal. Also, aber da kann ich auch schon, wenn ich im Training so leicht angespannt bin und mein Trainer bei Intervallen Fahrtspiel zum Beispiel Minutenläufe und ich mir sicher bin, wie viele sind, und dann er meint so, das war jetzt der vierte, und ich denke so, nein, das war das sechste, bist du dir sicher? Und dann fängt man halt selbst an so nachzudenken, ja. Und dann denkt man so, haben wir jetzt zur Sicherheit? Krass, aber auf jeden Fall finde ich es total interessant, ihr habt beide exakt dieselben Interessen. Also hier steht bei euch beiden Interessen, Tischtennis, ja. Rennrad, ja. Beide spielen Gitarre, ja. Wobei Anna Posaune spielt, ja. Und Lisa Horn, Walter. Aber jetzt immer weniger. Aber jetzt, surprise, surprise, Fun Fact, beide Girls sind kampfsportaffin, denn beide haben den ersten Kyo im Jiu-Jitsu. Yeah. Jiu-Jitsu. Ja. Oh, Jujutsu, okay. Mhm. Aber stark, also das hier, deswegen wahrscheinlich auch das Rangeln, ne? Eure Eltern, ach komm, schick die mal ins Kampfsporttraining. Wissen wir. Ja, das waren wir früher super große Kampfsportfans. Also das Tischtennis war unsere erste Sportart so. Und wir wollten unbedingt noch irgendeinen Kampfsport. Und dann war halt die Bedingung, ich glaube, ab der 5. durften wir eine machen, wenn die Noten gut sind irgendwie. Und wir sind gern zur Schule gegangen, also war das dann kein Ding. Und so, jetzt dürfen wir eine. Und da waren wir erst, haben uns Judo angeschaut. Taekwondo und dann Jiu-Jitsu, und ich glaube, das war halt einfach, die Leute waren einfach sehr cool da, und das haben wir eigentlich unsere ganze Schulzeit und auch so zu Lehrgängen gefahren, und dann auch, ja, haben die Schule dann eine Jiu-Jitsu-AG geleitet, ja. Ja, das war cool, wo wir den kleinen Kids dann ein bisschen was beigebracht haben, und wir merken, das hilft uns jetzt auch noch total, dass man richtig fallen kann. Ja. Also nicht, dass man irgendwie drauf aus ist zu fallen, aber ich bin auch letzte Woche mit einem Mountainbike gestürzt, und dass man sich halt einfach nicht wehtut, weil man halt weiß, wie man sich abfängt. Genau, Judo, also vorwärts, okay, Miwasa. Ja, richtig. Ja, stark, ich finde das total cool. Und ihr seid, man muss ja auch dazu sagen, ihr seid ja wirklich, also so krasse Allrounder, also wirklich, also unglaublich. Ihr seid ja auch relativ spät erst zum Marathon gekommen, mit 18 habe ich, glaube ich, gelesen, ne? Genau, zum Laufen mit 17 angefangen, mit 18, das ging dann relativ schnell, mit 18 so, dass es so schon ambitioniert war. Und den ersten Marathon 2012, da waren wir dann 22, ja. Und dann direkt Olympia. Ja, das ging dann recht schnell. Das soll euch mal einer nachmachen. Ey. Aber ich glaube, das war das, dass wir halt dadurch, dass wir immer sportlich waren, hatten wir halt schon so ein Fundament gelegt, ohne wirklich zu wissen, dass wir unsere Ausdauer trainieren. Aber wenn man halt immer auf den Beinen ist. Ihr seid ja auch wirklich von eurer Physis wirklich prädestinierte Läufer, ne? Also ihr seid groß und ihr habt gute Extremitäten, also nicht zu kräftig, wenn man jetzt zu kräftige Muskulatur an sich hat. Also ich will nicht sagen, dass ihr keine habt, aber... Ihr seid jetzt keine Pumper oder so. Nee, also mir, ich bin so ein 10 Kilometer, 15 Kilometer Max, dann sage ich auch so, nee, das brauche ich nicht, weil ich bin auch einfach zu schwer. Wieso soll ich mich jetzt da 42 Kilometer lang prügeln? Es ist ja nicht nur, also ich bin der Meinung, für meine Knie durch mein Gewicht blöd, sondern für alles, für die Wirbelsäule. Und ja, und das ist ja genau die richtige Einstellung. Ja. Also ich glaube, man muss irgendwie das finden, was für den Körper gut ist, und das ist ja auch meistens das, was am meisten Spaß macht. Ja. Und ja, also ich glaube,
wenn wir zum Beispiel, also wir müssten gegen dich immer so lang wie möglich irgendwie eine Strecke machen. Es wäre interessant, bis wann du uns noch schlägst, weil auf den Sprintdistanzen bestimmt. Ich bin mega gut im Sprinten. Ja, ich klar, wirklich, als Kampfsportlerin. Und du springst nicht wahrscheinlich gut. Ja, tatsächlich alles, also die Beine sind... So, unser Canova, also Trainer, bei dem wir Italiener 3 Jahre, glaube ich, trainiert haben, der hat sich immer so lustig gemacht, wenn wir so bei so Berganläufen, so Sprints, irgendwie hat er immer gesagt, Sprint Appel, no talking. Und ich habe immer gedacht, hey, das war ein Sprint. Das war gesagt, das sieht aus, als wenn jetzt so ein 40 Kilometer Lauf. Aber gut, eure, sozusagen die Muskulatur, die ihr aufgebaut habt, ist ja eher für Langstrecke optimiert. Ja. Das ist ja jetzt nicht die rote Sprinter-Muskulatur, das ist ja eine andere. Und das ist ja auch das, was uns so schnell macht, dass wir von Geburt an, also ich habe jetzt keine Muskelbiopsie machen lassen, aber es scheint so, dass wir halt viel mehr von den Twitch, ja, also ja. Von den viel Langstrecken. Also wenn ich Kinderfotos oder so von mir ansehe, ich war schon immer riesengroß, also verglichen mit allen anderen Kindern. Ich glaube, als ich auf die Sportschule kam in der 7. Klasse, dachten viele, ich bin die Lehrerin von allen, weil ich halt schon super weit entwickelt war. Auf meiner Jugendweihe, weißt du, auch schon so groß, alle so ganz klein neben mir. Und ich war auch, also ich habe, es kann schön sein, aber auch nicht, aber immer die größte und kräftigste zu sein. Also ich habe immer gedacht, oh Gott, ich fühle mich so. Und ich hatte auch irgendwie schon immer Tendenzen für wirklich krassen Muskelaufbau. Ja, wir haben noch nie Wadenmuskeln gehabt. Also gefühlt, also auch bei, eigentlich Tischtennis ist ja, was wir ja viele Jahre gespielt haben, weil wir die ganze Zeit so auf dem Vorwurf spielen, haben eigentlich Tischtennisspielerinnen halt so richtig, richtig ausgeprägte Waden. Und wir haben Wadenmuskeln, aber lange nicht. Also man sieht es aber nicht. Ja, also wir können schon viel mit den Waden machen. So ja, aber man sieht es aber nicht. Also, ja, ist halt nicht ganz dran. So. Ja. Ja, und wir was waren zum Laufen, aber hilft. Was halt auch schon immer so war, dass wir halt immer schon so eine Läuferfigur hatten, sage ich mal, ohne dass wir gelaufen sind. Also das hat sich nicht wirklich geändert. Und in der Schule, wir haben immer 800 Meter Lauf geliebt, so, obwohl wir Leichtathletik. Und alle haben euch gehasst. Ja, oh, die Hanna-Schwestern, die laufen hier wieder und wir. Nächste Woche machen wir 800 Meter Lauf und dann war dann die Stunde fast vorbei, waren wir natürlich diejenigen, die gesagt haben, aber Frau Herr Schröder, wir wollten doch heute nach 800 Meter Lauf machen. Und alle anderen schon so, oh, ich kann mir das vorstellen. Aber wir fanden das einfach gut. Wir kannten aber Leichtathletik so an sich irgendwie nicht. Also für uns war das nie eine Option zu laufen, aber als Teil des Sportunterrichts war das, was uns Spaß gemacht hat, ja. Ich habe jetzt eine kleine Challenge. Werd ihr mal so lieb und nehmt mal, also einen Schuh von dir und einen Schuh von der Schwester und du genauso, also eure Schuhe mal abmixen. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Ja, welchen hast du? Rechts? Ach so, ja, links. Das war's. Ach so, oder wie? Ist eigentlich Wurst. Hauptsache, Wurst. Ihr könnt die als Indikator hochhalten. Und dann noch einen von, du musst noch einen von ihr nehmen und du noch den. Genau. Jetzt hast du den. Ja. Ja. Ah, nee, dann so rum. Genau. So. Genau, jetzt bin ich gespannt. Genau, also. Ihr müsst den Schuh der Person, für die es gilt, hochheben. Ah. Okay. Ja? Ah, interessant. Okay. Verstehst du? Ja, ja. Okay. Das heißt so. Okay, aber das ist ja gut. Links Lisa, rechts Anna. Links Lisa. Maria, du bringst es sich tätowieren lassen. Links, rechts. Am Anfang. Ich wollte Anna auch. Das unterscheidet uns. Das muss ich mir merken, wenn uns Leute fragen, dann sage ich, Anna kann links und rechts nehmen. Und wenn du sagst, ich habe eine Links-Rechts-Schwäche, dann sage ich, du hast eine Sehschwäche. Ich hatte hier mal genau so ein Muttermal. Und das war immer, früher habe ich immer geguckt, wo das ist, weil ich wusste, dass das links ist. Ich habe auch noch nie verstanden, Leute, die mir helfen wollen, sagen irgendwie, dass man ja irgendwie so mit Daumen links zeigen kann. Aber ich weiß immer nie, also... Links ist da, wo der Daumen rechts ist. Ja, aber das ist doch je nachdem, wie ich die Hand drehe. Das passt. Okay, wir sind bereit. Okay. Links, Lisa. Frage Nummer 1. Wer ist die ordentliche, / strukturiertere von euch? Lisa, wir müssen die Augen zumachen. Ja, ihr dürft nicht gucken. Das ist aber echt Das ist voll schwer. Schwer. Ordentlicher, strukturiert. Kennt ihr die Schuhe in dieselbe Richtung? Ja. Habt ihr? Wir haben beide. Und das ist jetzt dein Schuh? Ja, Lisa. Okay, also Lisa ist die strukturiertere, ordentliche. Okay, ja. Frage Nummer 2. Wir sind immer nur aus dem Arm. Wer ist der Langschläfer von euch?
Oh. Kann man beide unten lassen? Oder beide hochnehmen, genau. Nee. Also beide absolute Frühaufsteher. Ja. Wirklich? Also, ich habe gehört, es gibt, jetzt könnt ihr auch noch ran. Es gibt Lerchen und Eulen. Also Lerchen ist Frühaufsteher und Eulen ist Spätaufsteher. Aber das heißt ja nicht, ob Lang- oder Kurzschläfer. Und da würde ich sagen, ich brauche einen Tick mehr Schlaf, aber wir sind beide Frühaufsteher. Also ich gehe eher einen Tick früher ins Bett und stehen aber beide früh auf. Ja, also. Krass. Das war Langschläfer. Aha. Ach. Ah! Ja, okay. Frage. Bist du schlau? Ja, wirklich, mega. Wer ist der Morgenmuffel? Keiner. Ja, wir springen beide. Ja? Boah, wir sind so richtig schlimm. Ja, dass wir wurden in der, also während der Schulzeit von den Klassenkameraden teilweise gehasst, weil wir halt morgens immer dann zack Musik aufgedreht haben und erzählt haben und so. Und dann und alle so, genau. Sprich mich nicht an vor meinem ersten Kaffee. Nicht, also auch unsere Schwester, unsere jüngere Schwester. Ja. Okay. Frage Nummer 4. Wer ist ängstlicher von euch? Das ist dein Schuh. Ja. Lisa, okay. Lisa ist ängstlicher, okay. Frage Nummer 5. Frage Nummer 5. Das an der Stelle. Wer ist die Geduldigere? Lisa ist die Geduldigere. Definitiv. Wer ist süchtiger nach Kaffee? Anna? Ja. Anna. Ja. Alles klar. Wer ist schneller genervt? Also, ah, wobei. Okay. Aber doch. Also ich merke, dass du schon ganz schnell was hochgehalten hast und ich unterstehe dich. Nachher wird sie noch richtig. Aber ich würde sagen, wahrscheinlich. Okay, also Anna ist die schneller Genervte. Ja. Okay, warte, zur Zeit ist noch gut. Wer von euch kann mehr essen? Oh, das kommt drauf an. Das kommt drauf an. Also, jetzt musst Süßes. Genau, jetzt musst du süß oder deftig sagen. Genau. Wer ist von euch mehr deftig? Lisa ist deftiger und ist Anna die Süßere? Ja. Also, ich esse auch gern süß, aber ich habe kein Schlagbar. Und Schlagbar und süß? Was isst du dann so an süß? Das fängt schon an, dass ich halt morgens dann halt auch gern oder Kuchen essen kann und Schokoladencroissant, mehr Schokolade. Also wenn immer die Wahl ist oder halt Kaiserschmarrn, wenn ich auf der Alm bin oder so und es halt irgendwie Kaspers Knödel oder Kaiserschmarrn gibt, dann wähle ich den. Dann nimmst du die Knödel und den Schmarrn. Ja, den Kaiserschmarrn. Ja. Ja. Also ich mag auch sehr süß, aber gerade so morgens, ich hasse es, Hunger zu haben. Hm. Und wenn ich morgens Kuchen esse, mal irgendwie ein Stück, dann weiß ich, dann stehe ich wenn ich den 7 esse, habe ich halt 8. Naja, klar, weil dein Insulinspiegel direkt hochreißt und danach. Aber ich glaube, Anna kann da drüber stehen. Nein, mir schüttet so viele Endorphine, Glückshormone aus, weil der Kuchen so lecker ist. Ja, und ich denke dann lieber, ich esse Porridge, dann bin ich gelassen zum Mittag. Okay, Frage Nummer 9. Wer, ich hoffe, es ist jetzt nicht gemein, hat den besseren Laufstil? Oh. Also laut Lehrbuch. Ja, das ist... Mhm. Ich würde sagen, aufgrund meines rechten Armes. Dann stelle ich da mal zu. Wieso? Deines rechten Armes? Ich mache so... Genau. Nee, so nicht, sondern tue denen immer zu viel. Also links laufe ich so und rechts tue ich immer so mit dem Ellenbogen, als wenn ich jemandem einen mitgeben möchte. Auch vielleicht immer aus der alten Schule vom Jiu-Jitsu. Wahrscheinlich. So was willst du? Genau. Kann ja auch gut sein. Okay, Frage Nummer 10. Wer von euch hat den größeren Knall? Okay, beide haben denselben Knall, alles klar. Frage Nummer 11. Wer von euch würde aus einem Helikopter springen? Das ist jetzt Annas Schuh, richtig? Ja. Also Anna würde aus einem Helikopter springen. Ja. Krass. Ja, ich nicht. Ich kann dann nicht fliegen. Nee, na doch, fliegen schon, aber dann springen wir dann so, mach mal die Luke wieder zu, bitte. Okay, Frage Nummer 12. Wer von euch würde mit mir ins Oktagon steigen? Geil. Ins was? Oktagon? Ja, ich weiß nicht, was Oktagon ist.
Nee. Ach so. Ah, ja. Ich würde Lisa schicken. Ich würde es kommentieren. Ey, schicke ich dir meine Schwester, ja? Genau. Ey, zu lang bis nicht zu ergehen. Okay. Also Lisa und ich, wir werden uns irgendwann mal im Oktagon treffen. Das sind ja nur Quatschfragen, aber eure Reaktion ist total süß. So. Das ist voll interessant, also ja. Weil über so... Genau, da, weil wir so uns das auch noch nicht gestellt haben und dann aber zu merken, ist so, ah, krass, ja, doch, sehen wir genauso. Frage Nummer 13. Wer von euch würde mit mir 30 Mal hintereinander Achterbahn fahren? Oh. Ach, also definitiv eher ja, Octagon 10 Mal. Also mich komplett einschlagen lassen als, ja, okay. Eher ich, genau, aber 30 Mal finde ich schon ein bisschen. Ich habe schon als Kind Achterbahn gehasst. Ja, oh, ich liebe das. Lisa ist so eine, die immer mit so Wikinger Schiff da, sie steht da neben Rand und... Okay, also wir würden uns demnächst dann 30 Mal eine Achterbahn... Na gut, sagen wir 20 Mal. Okay. Ja, das machen wir. Und dann hinterher kämpft ihr gegeneinander. Oh, dann bin ich völlig durch. Kann ich gar nicht mehr laufen. Eine Chance. Es ist ja manchmal so, also ich, wenn ich jetzt sage, mit dir ins Oktagon steigen, meine ich nicht, dass ich dir... Wir haben ja, weißt du, 20 Kilo Unterschied oder... Ja, 20 Kilo. Da würde ich wahrscheinlich mit dir technisch arbeiten. Aber es gibt manchmal auch, wenn Journalisten oder so ins Gym kommen, die sagen, oh Gott, ich ins Oktagon? Und dann sind die ganz aufgeregt, nur weil die da reinsteigen. Die so, oh Gott, oh Gott. Und dann so, oh, ist voll geil. Also, ich glaube, so positiv aufgeregt wäre ich auf jeden Fall schon, weil es ja halt schon... Und wenn dann die Tür zugeht, die so, Tür zu. Okay, Frage 14. Wer würde für 1 Million Euro auf 10 Lebensjahre verzichten? Never, ever. Ja. Okay, das wollte ich hören. Frage Nummer 15 und damit letzte Frage dieser Challenge. Wer von euch ist eifersüchtiger? Beide. Nee, ich würde sagen, ich glaube, das ist ein Zwillingsding. Das ist, ich glaube, wir könnten nicht die gleiche Sportart so machen und beide so viel Spaß dran haben. Und auch nicht immer in derselben Schulklasse gewesen sein, wenn wir eifersüchtig wären. Ja. Und so mit Partnern, zu Männern oder? Nee, auch nicht. Also beide sehr entspannt. Ja. Ich habe das ja auch, also okay, die Challenge ist beendet, dürft ihr die Schuhe gerne wegmachen. Und zwar ist es so, es gibt ja auch viele im Judo zum Beispiel, die echt, also Geschwisterpaare, Zwillingspaare, die gegeneinander kämpfen. Und ich habe mich immer gefragt, krass, ich glaube, ich könnte das nicht gegen meinen eigenen Geschwister kämpfen. Also ich finde, Laufen ist immer noch anders, weil es geht um eine Zeit und du bist ja da und du supportest dich im besten Fall. Aber gegen, weil ihr auch beide Kampfsport gemacht habt, hättet ihr jemals gegeneinander gekämpft? Ja, ich glaube schon. Also, ich glaube, das haben wir ja beim Tischtennis, also da geht's, also da tut man sich jetzt nicht physisch irgendwie weh, aber okay, wir haben aber auch immer als Kinder, haben wir super gern immer, also wir hatten so Kinderboxhandschuhe und da haben wir immer im Bett von den Eltern dann immer Boxkämpfe ausgetragen und also, ja, ich glaube, weil wir das trennen könnten, also irgendwie so, man geht hin oder so, wegen Tisch, also man geht an die Platte, spielt gegeneinander, danach sagt man gut gespielt und es gibt einen Sieger, so. Und ich glaube, ja, mir fehlt die Hemmschwelle, dass ich im sportlichen Ding Anna nicht, also ich... Also ihr seid immer im Competition-Modus. Ja, ja, und aber also so ohne... Spielerisch halt. Ja, genau, immer so. Spielerisch. Und vielleicht, weil wir auch, also das ist ja, wenn man jetzt dann auch halt irgendwie kämpft, dann geht man ja das quasi ein, dass man auch mal irgendwie eine gefangen bekommt halt. Was wäre bei dir der Grund? Also würdest du, weil du deine Gegnerin zu sehr dann als Emotion auflädst irgendwie und dass du das mit deiner Schwester nicht machen wollen würdest? Nee, weil ich dieses Konkurrenzding, weil durch die Medien, glaube ich, kommt das aber auch viel, ne? Durch das, dass das so ein bisschen aufgeheizt wird. Und wer ist denn der Bessere von den Geschwistern? Und ich glaube, das würde ich nicht wollen. Außerdem, es ist ja auch schon, geht ja auch schon manchmal hart zur Sache. Und ich weiß nicht, ob ich jemanden, der mir so nahe steht, im Zweifel so hart treffen möchte oder werfen möchte oder... Weil es geht ja manchmal schon ziemlich, auch im Judo. Ich meine, das kann schon sehr ruppig sein und weiß ich nicht, ob ich mit meiner eigenen Schwester mich dann so anhassen würde, wenn es zum Beispiel um irgendeine Olympia-Quali oder so geht, ja? Und aber, also gleichzeitig ist es ja, also so sehen wir das dann immer, dass halt, wenn mich jemand schlägt, dann doch
also schlägt im Sinne von besiegen, doch dann am liebsten meine Schwester. Also weil dann ist irgendwie trotzdem halt ein Teil von mir ja weiter oder hat gewonnen. Also das ist halt... Aber es gibt ja nicht viele mit der Einstellung. Gegner bleibt irgendwo doch Gegner eigentlich, ne? Ja. Stell dir vor, ihr werdet nicht gemeinsam zur Olympia gefahren, sondern nur einer und der andere wäre zu Hause. Dann hätten wir aber trotzdem nur gefahren. Also das Schlimmste wäre gewesen, wenn niemand gefahren okay. wäre. Also vielleicht, dass wir uns in dem Sinne schon als eins sehen. Also eins halt zwei aus zwei Stück, die aber schon auch eins sind, ist dann, wenn eine was erreicht, hat die andere immer das Gefühl, sie hat es mit erreicht. Und klar, wenn es dann der einen schlecht geht, geht es der anderen irgendwie auch ein bisschen schlecht. Aber dann ist es eher so, dass man sich dann wieder pusht, wenn man sieht, dass die andere Schwester ja, gut auch vor allem, wenn eine verletzt ist, dass man dann denkt, oh, so, ja geil, hoffentlich, oder es läuft gerade bei der anderen gut, dass man sich da wieder hochziehen kann. Ja, ich muss auch mal wirken lassen. Ich glaube, ich habe noch nie so auch darüber nachgedacht, wie es vielleicht wäre. Also ich glaube, ich würde mich schon auch von meinen eigenen Geschwistern irgendwie freuen, aber so im Inneren wäre schon so, oh, schade, dass ich es nicht geschafft habe. Das kennen wir zum Glück echt. Nee, aber das ist ja... Ich glaube, das ist aber sonst... Also, aber ich kann das nachfühlen, aber halt nur dann, wenn es um Freundin, irgendwie Laufkollegin irgendwie geht, wo ich mich schon für die mitfreue, aber da bleibt immer so ein bisschen so, wow, also freut mich für sie, aber da wollte ich eigentlich sein und ja, das ist irgendwie weg bei uns. So, ja. Naja, ist gut. Ich glaube, das spricht auch für eine gute Erziehung, Prägung, Sozialisierung eurer Eltern. Ja, miteinander. Definitiv. Ich glaube, wir haben richtig gemacht. Ja. Ja. Was habt ihr eigentlich jetzt so vor in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Das ist jetzt so ein bisschen die Bossi, die Frage, ich weiß. Aber ihr habt ja beide studiert, ihr habt beide Abschlüsse, ihr macht gerade euer Business, Hana Twins, auch mit dem ganzen, was ihr am Anfang sagte, Ernährung, Lauf etc. Aber wo wird euch euer Weg hinbringen? Ich glaube, im Laufbereich bleiben. Also das Studium hat uns super viel Spaß gemacht so. Und wir haben halt gemerkt, da sind wir dann schon gelaufen, dass wir entweder ins Studium halt 100% irgendwie Leidenschaft reinbringen können oder halt in den Sport. Aber es ist halt schwer, irgendwie so zwei Dinge. Also wenn ich Lehrerin sein will, dann will ich das halt eine richtig gute Lehrerin sein. So. Und das Laufen ist halt einfach, habe ich gemerkt, oh krass, da schlägt mein Herz so viel mehr für. Und auch alles, was rund ums Laufen ist, Thema Ernährung oder einfach zu sehen, wenn Leute dann sagen, ey, ich habe dich da laufen gesehen und ich gehe jetzt auch laufen oder hast du ein paar Tipps dafür für mich? Das macht uns so viel Spaß. Und ich denke, wenn wir beide oder jeder entscheidet für sich, aber wenn ich gesund bleibe, dann 10 Jahre kann ich durchaus noch Leistungssport auf hohem Niveau bringen. Solange es mir Spaß macht, will ich das machen und hinterher schon laufreich bleiben. Ja. Also so Coach, vielleicht auch Bundestrainer? Nee. Also ich bin kein guter Trainer, glaube ich. Also eher so ein Mentor. Nicht im Leistungssport. Also ich glaube nicht, dass ich im Leistungssport bleibe. Also ich auch nicht, dass ich irgendwie dann so Altersklassen, Meisterschaften und so laufe. Also ich glaube, dass ich das irgendwie nicht brauche, sondern dann eher Menschen zur Bewegung zu bringen, aber gesunde Bewegung. So wie du sagst, du merkst, dass mehr als 15 Kilometer dir nicht gut tun. Und dann würde ich halt genau dann Leute halt zu dem zu bringen, was für sie gut ist. Und dann halt ein Ziel haben, 5 Kilometer am Stück zu laufen. Und aber nicht irgendwie möglichst schnell, sondern eben halt irgendwie mehr für einen gesünderen Lebensstil zu stehen. Also sozusagen das Komplettpaket, die Komplexität des Ganzen. Weil ich habe zum Beispiel, oh mein Gott, ich habe mir mein Knie zerstört. Ich hatte einen falschen Laufschuh. Der war einfach für mich nicht richtig. Und es war wahrscheinlich auch eher ein Schuh für eine Tartanbahn als für Asphalt. Und dieser Schuh wurde eigentlich mir von der Laufbandanalyse sozusagen, ja, das ist dein Schuh, der ist super. Und ich habe den gelaufen, ja, bedenkenlos. Und dann fing es an. Also der Thema Laufschuh ist so eine große, entscheidende Rolle. Man will es nicht glauben, aber ich meine, der Körper baut ja letztlich darauf auf, die komplette Achse. Ne? Du hast den Fuß, die Abrollbewegung, das Sprunggelenk, das Knie, Hüfte, Wirbelsäule, bla. Und dann bist du ja ganz schnell auch, fängt es an im Fuß und auf einmal hast du Nacken und hast du Nacken. Ja, aber es ist krass, wie der Körper halt so eine Kette ist und oft weiß man nicht, wo es angefangen hat. Und wir sagen auch immer, wir würden mehr als einen Schuh, zumindest zwei, am besten zwei unterschiedliche Modelle, vielleicht auch zwei unterschiedliche Marken laufen, damit der Körper sich halt nicht nur an eins gewöhnt. Und wenn man halt wirklich irgendwie Probleme hat und das erst noch nicht merkt, dann hat man halt immer noch so einen anderen Schuh, den man läuft. Und die Schuhe brauchen genauso auch Zeit wie unser Körper zur Regeneration. Also wenn man immer den gleichen läuft, dann
ist ja halt auch nicht mehr so gut. Und wie erkenne ich, dass der Schuh jetzt passend für mich ist? Also bei uns war es bisher immer so, ich gehe in den Schuh rein und ich weiß schon, ob ich den cool finde oder ob ich ihn nicht cool finde. Und dann manchmal teste ich ihn dann trotzdem noch und schaue einfach. Aber wenn du beim Laufen ein gutes Gefühl hast, habe ich ehrlich gesagt noch nicht erlebt, dass bei einem guten Gefühl der Schuh schlecht war. Ich glaube, der Punkt, der da noch mit rein zählt, ist, dass man dann auch die richtige Lauftechnik hat. Das ist was, also Laufen, klar, erstmal einfach loslaufen, das ist immer das Wichtigste. Und nur irgendwann, wenn man Golf spielen will oder Tennis spielen will, nimmt man sich einen Trainer und lässt sich halt die richtige Technik zeigen. Hm. Und so ist es halt auch beim Laufen, dass halt schon entscheidend ist, wie der Fuß aufkommt, wo das Knie ist, was die Arme machen. Weil wenn das nicht alles rund ist, dann ist selbst der beste Schuh mit einem schlechten Laufstil kann halt trotzdem zu einer Verletzung führen. Und vielleicht war auch ich einfach kacke. Kann auch sein. Vielleicht lag es gar nicht am Schuh und ich habe ihn fälschlicherweise die Schuhe. Ja. Gut, dann tschüss. Aber zum Beispiel, ich habe jetzt ja mal meinen mitgebracht. Ich weiß, ihr seid ja Adidas signed, aber ich habe jetzt hier meinen Ghost, ja? Den Brooks. Und mit dem bin ich richtig zufrieden. Es ist wie auf Wolken laufen. Ich habe jetzt hier noch meine Einlagen drin, so Geleinlagen. Ah, der ist Hammer. Also das ist kein Vergleich zu dem Ding, was ich vorher hatte. Ja, ja. Ja, also ist ja auch ein guter Schuh, muss man sagen. Ja. Ich bin selbst, ehrlich gesagt, also Brooks noch nie gelaufen, aber ich kenne viele, die laufen. Hm. Und das ist ja... Allein hier hinten, ne? Hast du hier so eine Gel, wenn du drin bist, das ist einfach total krass. Die Achillessehne ist so schön gebettet. Ja. Also, ich will gar keine Werbung machen, aber vorher, wie gesagt, mit dem merke ich einfach, ich kann ganz anders laufen. Ja, also meine ganze komplette Abrollbewegung, es fühlt sich viel natürlicher, dynamischer an damit. Ja, und es zeigt halt auch wieder, wie individuell das ist. Ich kenne halt auch Leute, die sagen, oh, ich kann das nicht, also ich kann nicht so eine Fersenkappe haben, das sperrt mir irgendwie, engt mich ein, weil Achillessehne. Andere sagen, ey, dadurch sitze ich viel besser im Schuh. Dann ist der hier relativ beweglich so. Genau. Du bist wahrscheinlich auch da. Guck mal, ich bin sonst immer barfuß. Ich bin ja immer barfuß und beim Boxen und Kicken sind wir auch mehr auf dem Vorfuß. Brauchst du den Kontakt vorne, glaubst du? Es gibt halt Leute, die eher hinten aufsetzen. Mhm. Ja, also deshalb immer individuell schauen. Auch Mädels, die Farbe ist schon entscheidend. Ja, ohne Frage. Aber mittlerweile ist es so, ich habe dann irgendwann so, okay, wenn du sagst, der Schuh ist gut und den gibt es jetzt nur in diesem komischen Whatever das ist, dann hole ich mir den trotzdem. Mir egal. Ja. Geht ja darum, dass ich damit laufe. Ja. Jetzt schwarz finde ich natürlich mega gut und zeigt das eigentlich auch ein Männerschuh, aber ich habe halt sehr, sehr Kampfsport gezeichnete Füße, sehr breit. Okay, die haben lange, relativ schmale, aber echt. Lange ist so viel. Ja, und dann habe ich noch so einen hohen Spann. Also, es ist bei mich auch mal so, in irgendeinen Schuh reinzukommen, ist auch nicht einfach. Also, tatsächlich, das richtige Schuhwerk, das würde mich auch mal interessieren. Wenn ihr da mal irgendwas macht zu dem Thema, würde ich gerne mal hören. Hm. Weil da kann dir ja jeder Verkäufer viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Aber wer ist besser und glaubwürdiger als jemand, der es Tag ein, Tag aus macht? Ja, man muss die Schuhe halt wirklich spüren und sehen, was die können, irgendwie. Nicht nur was. Ich hatte, glaube ich, noch nie. Ein Adidas-Laufschuh. Ich hatte Nike Spikes und ich habe Adidas natürlich Boxstiefel, zwei Paar, aber ich habe noch nie einen Adidas-Schuh gelaufen. Vielleicht auch mal ausprobieren. Ja, die haben auch, also vom Obermaterial, dass die so ein, die halt jetzt, wobei der auch relativ locker ist, aber das sind nicht die, es gibt auch paar, die so eher gestrickt sind und die dadurch sehr Ultra Boost. Was ist an dem jetzt so, also der wär wahrscheinlich zu fest für mich, ne? Oder? Der ist schon deutlich fester als der. Das ist so ein Laufschuh, würde ich sagen, der für Leute, die regelmäßig laufen, aber jetzt... nicht so richtig viel Kilometer. Ja, doch, schon viele Kilometer, aber nicht so die... Ja, wir laufen den ja auch, aber... Also ist eher auch nicht nur für den Hochleistungssport gedacht, sondern für die ambitionierten Freizeitläufer. Also das ist schon ein schnellerer Schuh, aber der ist trotzdem noch relativ stabil und... auch für mehr Kilometer ausgelegt. Also der läuft sich jetzt auch nicht super schnell durch, wie als wenn man halt einen flachen Wettkampfschuh nehmen würde. Vergleich dazu, der ist halt deutlich... Ja, das ist ein Wettkampfschuh. Genau. Das ist, das also wenn ich mir den hole, dann gehe ich ab wie eine Rakete? Ja. Kann ich mal? So kann man das sagen, natürlich. Das, und was unterscheidet jetzt den Wettkampf? Weil er einfach dünner ist? Der ist dünner und der leichter. Carbonplatte, also das heißt, der ist... der hebt nochmal extra. Richtig, der gibt einem nochmal so ein bisschen Kick mit. Aber dadurch ist es halt auch viel beanspruchender für den ganzen Körper und auch die Waden. Das heißt, den sollte man jetzt nicht jeden Tag beim Laufen tragen, sondern halt nur, wenn man wirklich schnell laufen will und im Wettkampf eben. Was heißt
haltet ihr zum Beispiel von Barfußschuhen, wie, also mit den Five Fingers, diese Vibram oder so? Super cool, aber nicht fürs Laufen. Also nicht für Marathon, ist, ne? Nee, also insgesamt auch diese, es gab ja auch hier von Nicht-Adidas, dem Konkurrenten, diese Free-Schuhe. Also die super sind in Fußmuskulatur, ist halt so das Wichtigste, um verletzungsfrei zu bleiben. Deswegen laufen wir oft auch barfuß am Rasen aus oder in der Wohnung immer barfuß rum oder am Strand barfuß. Aber halt das Laufen, ich würde nie das Training barfuß machen. Und auch nie in den Schuhen, sondern zu sagen, okay, wenn ich in die Stadt gehe und tragen möchte, dann anziehen. Ja, und es gibt ja auch Barfußläufer. Also da ist es halt, das kann man nur machen, wenn man das halt Stück für Stück langsam aufbaut. Also weil ich glaube, wer schon mal Muskelkater unter der Fußsohle hatte, das ist mit der heftigste Muskelkater, das tut höllisch weh. Also da langsam steigern. Genau, also auf Asphalt, aber halt sowieso. Also ich hatte zum Beispiel meine Barfußschuhe, die trage ich dann oder trug sie ganz gern im Gym, auch wenn ich so Sprünge gemacht habe auf Kastenteile drauf und so. Und mittlerweile muss ich sagen, ich liebe ja meine, wie sagt man, Gewichtheberschuhe. Das ist ja so Hammer, also ich merke auch einfach, kommt jede Bewegung, ihr macht natürlich jetzt kein Kreuzheben und keine Kniebeuge wirklich, wa? Oder? Ne, macht ihr sowas doch, auch? Ich habe immer einen Block. Aber es macht so einen Unterschied, wollte ich glauben. Wahrscheinlich nicht. Ja, genau. Nee, ich bin ja auch jetzt nicht super heavy, weil, wie gesagt, ich neige zu starker, schneller Muskulatur und da muss ich immer aufpassen, dass ich nicht zu kräftig werde. Aber ich merke einfach, dass sich das einfach besser anfühlt im ganzen Aufbau, auch in der im LWS-Bereich, wenn du einen stabilen Schuh hast. Wenn ich auf dem die Gewichte mache, dann ist es so. Weiß ich nicht, ganz komisch. Ja, die haben auch eine feste Platte unten. Genau, diese der typischen Gewichtheberschuhe halt. Da fühlt man sich wahrscheinlich. Ich finde, es macht auch schon was aus, wenn man so anzieht und nichts ist. Ey, auch wenn ich nichts drauf habe, ich sehe einfach trotzdem krass aus. Also könntet ihr mal Foto machen. Ja, genau. Einfach nur posen, dankeschön. So, und jetzt zeig du mal, wie stark wir sind. Ja, also ich meine, es ist halt wie, wenn man Wettkampfsachen anzieht oder so. Auch wenn man Tempo-Training hat, haben wir immer Kompressionsstrümpfe an. Ich ziehe die nur an und denke so, jo, jetzt geht's los, weißt du, so, ich fühle mich gleich schneller, weil es halt einfach irgendwie auch so vom Kopf her irgendwie damit. Ich wollte gerade sagen, was ist wirklich denn, also gibt es einen wirklich tatsächlichen Nutzen oder ist es der Kopf, der sagt, oh ja, heute sind wir ein richtig guter Performance? Heute können wir richtig abliefern, ne? Das ist so Ritual oder jetzt nur mental? Ja, hängt, also würde ich sagen, alles spielt damit rein. Ich überlege auch gerade, ich habe auch immer so, dass ich. Also keine Ahnung, vom Wettkampf mache ich dann auch mal. Hab das Gefühl, wenn ich das nicht mache, dann kann ich nicht so abliefern wie, ne? Also so, wie man hätte. Nur du dich selbst oder lässt dich ja von anderen irgendwie so. Also ich mache auch manchmal schon von meinem Trainer, komm, mach mal jetzt hier. Ich merke mich dann so abdrifte und so, scheiße, oh Gott, oh. Komm, hau mir mal in, dann, okay, jetzt bin ich wieder da. Back in the game. Ich glaube, die Anspannung halt vorher, ne? Ich glaube, dass ich auch so ein Typ wäre, wenn ich jetzt mal am Marathon ranstehen würde. Ich würde mich ja vielleicht maximal auf einen Halbmarathon einlassen. Vielleicht maximal. Cool. Aber vielleicht lieber ein Triathlon. aber dann, glaube ich, bräuchte ich das auch. Dieses hat sich so etabliert bei mir, so wie bei euch die Kompressionssocke. Ja, wahrscheinlich. Oder die Haare irgendwie. Ja, das habe ich zum Beispiel auch zum Wettkampf hier geflochten. Ja, das ist einfach das Beste, oder? Ja, also es schaut auch, wenn man irgendwie viel geschwitzt ist, noch einigermaßen aus und die Haare bleiben halt einfach so fest. Zum Beispiel, ich habe heute meine geglättet und durch die Hitze, das hat einfach überhaupt nichts gebracht. Davon abgesehen, dass man einfach total schwitzt. An dieser Stelle gehören euch gern die letzten Worte, wenn ihr mögt, weil wir sind zeitlich leider schon durch. Es hat sehr viel Spaß gemacht und es war mega interessant auch für uns, glaube ich, ne? So sich durch die Fragen selbst kennenzulernen. Ihr werdet noch lange darüber reden. Absolut. In die Annalisa nahen. Genau. Wolltest du auch noch was sagen, oder? Es war schön, danke. Okay, in diesem Sinne, ich danke euch, Anna und Lisa Hanna, und bis bald.